Hallo und herzlich willkommen zum Magura Video Workshop. Hier zeigen wir euch nun das Wesentliche zum Magura Elect Suspension System. Hierbei handelt es sich um ein vollautomatisches System, das selbstständig erkennt, ob dementsprechend berghoch gefahren wird oder bergrunter und dementsprechend im Automatikmodus die Gabel selbstständig blockiert, sprich geschlossen wird, oder dementsprechend, wenn es bergunter geht, die Gabel geöffnet wird. Grundsätzlich gilt Folgendes zu beachten: Einfach zuerst den Deckel abschrauben und hier das System einschalten, leuchtet dann kurz das rote Licht auf. Nachdem es erloschen ist, ist das System im Automatikmodus aktiviert. Das heißt, in diesem Automatikmodus erkennt das System, ob ich jetzt berghoch fahre, dementsprechend wird die Gabel blockiert, oder ob ich bergunter fahre, und dann öffnet das System. Ich habe hier dann noch die Möglichkeit, das Ganze dann auch über ein Remote zu machen. Das heißt, bei dem Remote habe ich natürlich hier den Vorteil, das Ganze ist ohne irgendwelchen Zug zu verlegen. Das Ganze ist also wirklich komplett einfach und dementsprechend leicht. Und hier habe ich dann die Funktion, dass ich das Ganze noch manuell ansteuern kann. Hierzu ist dann zu beachten, dass wenn das System längere Zeit nicht benutzt wurde im Remote, dass zuerst über die mittlere Taste der Remote aus dem Schlafmodus geholt wird. Und sobald dann die Leuchte grün leuchtet, kann ich dann über das obere Betätigen von der Pfeiltaste das System manuell blockieren oder dementsprechend dann auch manuell wieder öffnen. Zurück in den Automatikmodus geht es dann einfach, wenn ich den Deckel dann wieder draufgeschraubt habe, durch das kurze Drücken von dem Elect-Symbol leuchtet es kurz rot auf und dann bin ich wieder im Automatikmodus zurück. Ergänzend zu dem Ganzen bieten wir jetzt dann auch noch das Federbein an. Das heißt, hier beim Federbein ist dann dasselbe wie bei der Federgabel auch, einfach über den Schiebeschalter in den aktiven Modus setzen. Generell beim Federbein ist es so, dass das Federbein immer angesteuert wird von der Federgabel. Das heißt, die Federgabel hat diese sogenannte Master-Funktion, das Federbein die sogenannte Slave-Funktion. Das heißt, die Lageerkennung erfolgt immer nur über die Federgabel, nicht separat über das Federbein. Und dementsprechend wird das Federbein dann praktisch auch immer von der Federgabel angesteuert. Ich habe dann hier mit dem Remote dann auch die Möglichkeit, dass ich dann mit der Zuweisung einmal unabhängig separat die Federgabel einzeln auf- und zumachen kann oder dementsprechend dann auch das Federbein einzeln auf- und zumachen kann. In einem weiteren Montagevideo zeigen wir euch dann, wie das ganze Binden von dem Remote zu den Systemen geht und dementsprechend dann auch das Kalibrieren von dem Federgabelsystem.